schön, dass Sie heute dabei sind bei unserer Veranstaltung Gemeinsam 360 Digital. Einmal im Jahr treffen sich die IT-Experten der Krankenhäuser aus ganz Deutschland unter dem Dach der Deutschen Telekom. Die Teilnehmer erfahren, wie wir die intersektorale Versorgung in Deutschland gemeinsam vorantreiben. Warum sind digitale Lösungen auch für kleinere Krankenhäuser empfehlenswert? Wie können die Deutsche Telekom, Wissenschaft und Kliniken das Potenzial der Telemedizin gemeinsam heben? Gemeinsam 360 Digital liefert Antworten auf diese und weitere brennende Fragen. Was kommt auf uns zu, was gesetzlich sich verändert und wie reagiert die Telekom mit einem mit Wann darauf? Was erwartet uns da, was müssen wir umstellen? Genauso wie technologische Änderungen, das haben wir heute gelernt mit dem Thema Datenbankwechsel von Oracle möglicherweise zu Enterprise DB. Ein ganz spannendes Thema. Die Veranstaltung ist ein Dreiklang aus Vorträgen, wo wir unsere Teilnehmer informieren, aus Workshops, wo wir Ideen gemeinsam weiterentwickeln und aus den Netzwerkpausen, wo die Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich miteinander auszutauschen und von den Erfahrungen zu profitieren. Insgesamt sind solche Keynotes immer hilfreich und auch so ein bisschen Blick in die Zukunft zu geben, ein bisschen über das Tagesgeschäft hinaus, was es in ein paar Jahren gibt. Was jetzt eigentlich einen richtigen großen Schritt machen würde, wäre krankenhausweite elektronische Kurve. Jörg Neidig setzt das Krankenhausinformationssystem iMedOne seit 2001 ein. Die Digitalisierung betrachtet er als Prozess. Es ist eigentlich weniger das Programm iMedOne, es sind alte Zöpfe abzuschneiden bei zum Beispiel den Ärzten. Und gerade wir haben 2, 3 Chefärzte, die arbeiten halt immer noch gerne auf Papier. Ist aber jetzt speziell durch die Mobile-Lösung bisher ganz prima gelaufen. Man kann es dadurch ein bisschen einschleichen. So ein iPad darf man denen gar nicht mehr wegnehmen bei uns. Michael Kreuzer nutzt iMedOne seit 15 Jahren. Ursprünglich nur als klinisches Informationssystem in der Medizin, später auch für die Patientenverwaltung und Abrechnung. Bis hin zum Patienten, der ja auch digital angebunden sein will. Und das sind die nächsten Herausforderungen, die auch bei uns vor der Türe stehen und die wir angehen wollen. Die Workshops des Telekom-Events bieten dazu die ideale Plattform. Die Workshops sind immer sehr bereichernd, muss man wirklich sagen, auch jedes Jahr. Man kann sich wirklich speziell auf gewisse Themen tiefer einlassen und das diskutieren. Und getoppt wird es immer natürlich durch das Networking, durch andere Häuser, andere Kollegen, die man kennenlernt oder auch schon lange kennt und hier nochmal trifft. Also das passt immer. Vernetzung ist der Schlüssel. Nicht nur zwischen den Experten, sondern auch im technischen Sinne. Also es gibt eine ganze Reihe von Entwicklungen und das Wichtige ist, dass die zusammenwirken. Also bisher sind die sehr standalone und nicht miteinander verbunden. Da sehe ich für die Zukunft im Bereich der KI vielleicht Möglichkeiten, dass man diese Informationsflut werten lässt und dem Arzt dann als Unterstützung die wichtigen Informationen zum jetzigen Stand des Patienten hervorhebt und ihn bei der Behandlung des Patienten unterstützt. Ob Ärzte, Patienten oder Pflegepersonal, die Digitalisierung schafft Vorteile für alle. Auch für einen Player im Gesundheitswesen, der immer beteiligt ist. Das ist die Krankenkasse, die natürlich auch durch die Digitalisierung im Gesundheitswesen auch profitiert, da die Behandlung der Patienten in Zukunft effektiver sein wird. Die Kosten werden reduziert, Doppeluntersuchungen, die ja auch abgerechnet werden müssen, werden vermieden werden durch die elektronische Patientenakte. Aber nur wenn wir ein ganzes Bild haben von einem Patienten, von einem Bürger, nur dann schöpfen sie das Potenzial wirklich aus. Digitalisierung ist kein Alleingang. Daher werden die Treiber der Digitalisierung im Gesundheitswesen, Forscher und IT-Experten aus den Krankenhäusern, sich auch im kommenden Jahr unter dem Dach der Telekom treffen, um das Gesundheitswesen gemeinsam digital zu gestalten.